das. Ups. Katy Perry. Oh, wow. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Und heute schauen wir uns mal die besten versus die schlechtesten Momente unserer Lieblingskünstler an. Ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen. Gerade solche Videos sind ja immer demonetarisiert. Daumen hoch, macht mich super glücklich, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut. Und ja, schaut doch mal jetzt noch mal ganz kurz rein. Ganz kurz nochmal Eigenwerbung. Jetzt neu bei uns. Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com. Okay, was war daran jetzt worst? Okay. Ihr worst möchte ich nämlich gerne haben. Mhm, weil wenn ich worst klinge, klinge ich richtig worst. Also, was im Grunde genommen jetzt passiert ist, ist, dass Ariana es eigentlich nur tiefer gesungen hat. Also, sie hat jetzt in diesem zweiten Anlauf es eigentlich nur ein bisschen höher gesungen. Das ist jetzt der Unterschied gewesen. Lass uns mal weiter schauen. Ja, solche Momente, wie jetzt gerade dieser Flip, dieser Jodel, den ihr jetzt gerade gehört habt, der ist jetzt bei ihr der Fall gewesen, weil sie einfach eine Übercompression benutzt hat. Das heißt, das ist ein Überdruck gewesen. Und wenn dort ein zu großer Druck auf den Stimmbändern ist, das ist ja ein sehr hoher Ton, sie belted den jetzt gerade, sie benutzt also ganz viel Power, ganz viel Effort. Und da ist einfach ein Überdruck. Und durch diesen Überdruck entstehen halt diese Flips, weil der Muskel entsteht halt so ein Jodel durch diesen Überdruck. Bei Adele gibt es ja... Aber sie hat natürlich... Also übrigens gibt es ja auch eine Gesangsanalyse zu Adele und die hat eine sensationelle Stimme. Schade, dass sie zweimal eine Stimmoperation hatte aufgrund schlechter Stimmtechnik. Da könnt ihr gerne mal im Internet mal reinschauen. Also heute ist wirklich echt, mein Deutsch ist wirklich total für die Mülltonne, das gibt's doch nicht, ey. Einfach nochmal einatmen und ausatmen. So. Und meine Nase verstopft auch immer wieder, wenn ich ein Video drehe, verstopft meine dicke Nase. Wie eine Aubergine. Das gibt's doch nicht, echt. Warum? Warum? Oh, weiter geht's. Katy Perry. But you don't really wanna go. Oh, you're hot in your coat. Yeah, yes, in your nose. Ist nicht gut, ja. You're up in your town. Ja, die ist, aber es gibt halt, also zu Beginn ihrer Karriere gibt es ganz viele Live-Videos, wo man sieht, wie sie halt singt, live singt. Und es, aber ich muss halt auch echt sagen, es ist stellenweise nicht gut. Also wo ich bin jetzt kein großer Katy Perry-Fan, habe natürlich immer total Respekt vor allen Sängern, ne? Ich meine, wer bin ich auch, dass ich da jetzt hier meine 2 Cent gebe, aber ihr habt Bock auf die Analysen, also gebe ich sie euch. es ist wegen euch, nicht wegen mir, weil bei diesen Analysen gibt es ja auch oftmals Backlash, muss man auch mal dazu sagen. Weil sich dann ja einige Fans auch angegriffen fühlen. Aber Katy Perry fand ich jetzt nie stimmlich so, dass sie jetzt eine gute Sängerin war. Es gibt einen Auftritt von ihr, von Thomas Gottschalk, 2013, 14, 15, irgendwie sowas. Da hat sie auch live gesungen und das war halt wirklich total flat off pitch. Und sie selber sagte auch mal in einem Interview, dass sie halt auch so auf der Bühne und Angst und so Panikzustände und irgendwie so. Das eine kommt jetzt auch davon, dass sie natürlich sich viel bewegt auf der Bühne, dass ihr aber auch die Technik fehlt oder die Stabilität fehlt. Viele Sänger sind da ja auch einfach gut, wie Beyoncé, die können gleichzeitig singen und tanzen, sich bewegen und da bricht die Stimme auch nicht weg und so, aber
Ja, die hat aber im Laufe ihrer Karriere ist es dann auch schon deutlich besser geworden. Das kann man wirklich auch mitverfolgen. Really wanna say no, but you don't really wanna go. Oh, your heart, then you're cold. Your yes, then you're no. You're in, then you're out. Ja, hier ist jetzt auch noch, ist ja auch viel Sprechgesang. Your heart and you're cold. Yes and you're no. In and you're out. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ja nicht your heart and you're cold, your yes and your no, in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right. Das war dann schon viel mehr gebunden. Ja. You're up and you're down. Oh, down. Also auch nicht schlecht. Also diese ganzen Worst, die wir hier haben, sind natürlich halt nicht so worst. Ne? Es gibt natürlich deutlich schlimmere Worst-Situationen. Aber ja, man kann jetzt da so rumfriemeln. Und man könnte jetzt sagen, das war jetzt irgendwie nicht richtig supported. Das hatte jetzt irgendwie keine richtige Unterstützung gehabt. Und es war alles ein bisschen enger, als wenn sie sonst diesen Mix macht. Es war halt nicht richtig ausbalanciert. Man könnte jetzt richtig... Aber will man das jetzt auch, wenn man jetzt diesen ganzen Künstler so ausfriemeln, ne? Aber hier war es halt so eine Balance zwischen der Atmung, zwischen, dass es hier sehr eng geworden ist, dass es halt da kein Freiraum entstanden ist. Man will ja auch Freiräume kreieren. Und das war halt so ein bisschen eng, so ein bisschen, aber auch nicht gedrückt oder so. Aber ja. Gott, das ist so... Ey, das kann doch jetzt nicht echt sein, oder? Oh, das ist kein... Oh Gott, oh Herr im Himmel, es ist echt... Oh Mann. Oh Mensch, shit. Ich habe bestimmt auch, wenn dieser Kanal größer wird, ne, dann kommen auch all diese Auftritte, die irgendeiner wohl irgendwo aufgenommen hat, raus. Bin ich mir hundertprozentig sicher, ne? Damit auch irgendeiner von euch lachen. Oh, das muss ich mir jetzt nochmal anhören, nicht? Oh Gott, das ist auch echt fies. Warum macht man das auch? Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das ist auch schwierig auch mit Taylor Swift. Was man jetzt halt bei dieser Aufnahme gemacht hat, ist, dass man jetzt nur den Gesang rausgefiltert hat. Ne? Das gibt es ja ganz viele. Es gibt auch ganz viele Channels, die das nur machen, die jetzt nur diesen Gesang rausfiltern. Und es war halt tatsächlich nicht gut. Ne? Es war... Das zweite war halt deutlich besser, es war deutlich mehr supported, es hatte auch einfach, ja, war mit mehr Freedom gesungen, ne? Yeah, yeah, es war nicht yeah. Ja, ganz viele Auftritte sind einfach tagesformabhängig, einige Künstler haben auch einfach wahrscheinlich gar keine solide Gesangstechnik, das weiß man natürlich alles nicht. Die Frage ist, stellt eine Plattenfirma einen Gesangsdozenten zur Verfügung? Bei einigen weiß man ja, dass die auf Tournee auch ihre Gesangsdozenten haben, die mit die Stars täglich aufwärmen, damit sie bereit sind für die Bühne. Viele Sänger sind ja auch keine Vocal Coaches, es ist ja auch nicht notwendig. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man ein Verständnis für seine Stimme hat. Also ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich erst besser geworden als Sängerin, dadurch, dass ich jetzt auch selber unterrichte und ich bin viel mehr, habe ein besseres Feintuning und verstehe einfach die Abläufe, die Anatomie und ja, das gibt mir auch einfach mehr Wissen und mehr Power auch dadurch. Ne?
Ich habe auch das Gefühl, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass viele gar nicht richtig Sänger sind, sondern einfach Performer. Und Performer sind ja auch Leute, die gut in allen Disziplinen sind, Gesang, Schauspiel, Tanz. Aber das sind halt nicht für mich so wie Vokalisten jetzt, wie Whitney Houston oder Beyoncé, die einfach stimmgewaltig sind. Und ich glaube, so Selena Gomez oder Taylor Swift, die sind halt Performer und die sind halt Sänger, aber man kann ja auch dann da wahrscheinlich auch unterscheiden und sagen, das finde ich jetzt sind solche Performer und dann sind es halt so Leute wie, was weiß ich, Beyoncé, das sind richtige Vokalisten, die können mit ihrer Stimme einfach 1A umgehen, die haben eine tolle Kontrolle, die haben einfach, haben ihre Stimme verstanden und wissen auch, was sie machen müssen, so, ne? Und bei einigen würde ich ganz klar sagen, ist es so tagesformabhängig, ne? War ich gestern Abend feiern? Was habe ich gegessen? Was habe ich getrunken? Wie war mein gestriger Tag? Weil meine Stimme braucht ja 24 Stunden, um sich nochmal zu erholen vom gestrigen Tag. Habe ich vielleicht meine Periode? Habe ich sogar psychische Probleme zurzeit? Weil das belastet die Stimme auch. Dazu gibt es auch Studien, wo die Stimme auch nicht mehr funktionsfähig sein kann, aufgrund dessen, dass man einfach psychisch nicht mehr fit ist. So, und ja, das sind halt auch, das sind alles Faktoren, die letztendlich mitspielen, ne? Wie ist mein Social Life auch? Es gibt ja auch Sänger wie Celine Dion oder Barbara Streisand, die leben halt ihr Leben um ihre Stimme herum, ne? Und das bedeutet halt, der Alltag wird so gestaltet, dass er halt nicht stimmschädlich ist. Ne, so wie kann ich mein Instrument, mit dem ich ja auch so viel Geld verdiene, wie kann ich das am besten schützen? Und da muss man auch ein bisschen sich danach richten, ne? Ob das jetzt in der Ernährung ist oder in den Räumlichkeiten, wo ich mich aufhalte, mit Air Conditioner oder ja, solche ganzen Sachen, ihr wisst ja, was ich meine. So, schaut doch mal jetzt rein in die nachfolgenden Videos und in die nachfolgenden Gesangsanalysen und ich sehe euch in meinem nächsten Video.